Ja, schönen guten Abend alle miteinander und herzlich willkommen zu unserem heutigen CapTrader-Webinar. Mein Name ist Mauro Heller und als allererstes vielleicht mal, können Sie mich alle gut verstehen und haben Sie auch ein gutes Bild? Okay, dann machen wir mal weiter. Grüß dich, Daniel. Ich hoffe, auch du kannst mich gut verstehen. Hi Mauro, klar. Hallo an Wunderbar. alle. Dann würde ich Folgendes sagen. Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf das Algo-Trading und was du uns heute dazu präsentieren bzw. erzählen kannst. Und auch Ihnen wünsche ich allen ja, mit unserem Webinar Algo-Trading, innovative Indikatoren, Scanner-Strategien, die den Markt schlagen, viel, viel Spaß und eine gute Stunde. Ja, bis dahin. Ich Super, übergebe an ja. dich. Danke, danke Mauro. Ja, auch von mir aus herzlich willkommen zu unserem Webinar. Das ist eine neue Webinar-Reihe. Und ja, ich begrüße Sie wie immer aus unserem Headquarter hier in Kanada, in Montreal. Ja, mein Wohnsitz schon seit vielen, vielen Jahren. Gut, dann teile ich jetzt erstmal meinen Bildschirm und dann kann es auch sofort losgehen. Geben Sie mir bitte eine Sekunde Zeit. So. Okay, ich hoffe, man kann etwas sehen. Ja, falls nicht, dann bitte noch einmal. Ich gucke mal Alles ganz. gut. Ja, seht ihr meine Slides, Mauro? Alles gut, sehe ich. Ja, perfekt. Okay, cool. Dann ziehe ich die ganz kurz einmal rüber und projiziere die. Nein, ich muss einmal noch ganz kurz, den anderen Bildschirm teilen. Wartet. So, jetzt sollte es gehen. Okay, Grundlagen des Pairs Trading. Ja, was ich Ihnen heute vorstellen werde, ist eine Idee, die es schon seit, ja, seit langem gibt, die für mich sehr faszinierend ist, weil der Ansatz ja anders als beim normalen Handel ist. Es geht hier nicht dabei, eine Aktie zum Beispiel zu kaufen oder zu verkaufen. Hierbei geht es ein Aktienpaar gehedged, was das bedeutet, sage ich Ihnen gleich, gehedged zu kaufen und gleichzeitig zu verkaufen. Ja, gut, das funktioniert sehr gut bei Aktienpaaren, die, wie man so schön sagt, kointegriert sind. Das würde der Mathematiker sagen. Ja, das bei Aktienpaaren, bei denen es einen Zusammenhang gibt in der Preisbewegung. Ja, wie genau, wie das im Speziellen aussieht, sage ich Ihnen im Laufe dieser Präsentation. Vielleicht noch ein paar Worte über mich oder warten Sie ganz kurz. Wo geht es jetzt hier weiter? So, ja. Und bevor ich über mich spreche, ja, die Risikooffenlegung, wie Sie wissen, ist der Handel mit Futures, Forex, Aktien, wie in der heutigen Präsentation oder auch CFDs mit Risiko verbunden und daher auch nicht für jeden Investor geeignet. Ja, setzen Sie nur das Kapital ein, das Sie im schlimmsten Fall auch willens sind zu verlieren. Wenn es ums Backtesting geht, und wir werden heute ganz viel über das Backtesting sprechen, müssen Sie verstehen, dass das Backtesting eine hypothetische Performance erzeugt, die nicht unbedingt dem entspricht, wie auch der Markt eigentlich wäre in der Vergangenheit. Ja, Backtesting wird immer auf historischen Daten angewendet. Gut, so viel für die Rechtsanwälte unter Ihnen. Noch ein paar Worte über mich oder über uns. Ja, wir sind, ja, also ich bin der Managing Partner, wie man so schön sagt, hier in Kanada von tradingindicators.com. Das ist unsere Webseite und über die bieten wir allerhand von Indikatoren und Tools für das Trading an. Ja, ich lade Sie auch ein, da gerne mal vorbeizuschauen. Tradingindicators.com. Da haben wir Indikatoren für NinjaTrader zum Beispiel, für andere Plattformen wie MotiveWave und MetaTrader und so weiter. Ja, in unserer relativ langen Historie haben wir ja, uns ganz oft mit der Programmierung von Indikatoren beschäftigt, aber auch von, ja, wie in dieser Webinarreihe mit automatischen Strategien oder Expert Advisern. Wir haben Scanner programmiert und andere Trading-Tools wie Dashboards zum Beispiel. Und Sie finden mich auch relativ oft auf Webinaren und Konferenzen. Ja, nicht nur in Deutschland, aber auch ja, in den Staaten zum Beispiel oder auch in Kanada. Gut, ja, und unser Wohnsitz oder der Sitz unserer Zentrale ist hier in Montreal an der Ostküste in Kanada.
Gut, worum geht es heute? Ja, es geht ums Pairs Trading. Eine Idee, die Sie vielleicht noch gar nicht kennen. Deswegen werde ich jetzt einmal ganz langsam auf diese Idee einsteigen. So, zunächst einmal ein paar Grundprinzipien. Ja, beim Pairs Trading, also dem Trading von Paaren, geht es darum, gleichzeitig ja, eine Aktie zu kaufen und die Aktie eines anderen Wertes zu verkaufen. Ja, also man macht diese Aktion immer synchron zu ganz gewissen Zeitpunkten. Und hier werde ich Ihnen jetzt erstmal ein Beispiel zeigen. So, was haben wir? Wir haben hier O'Reilly Automotive, ja, und Harley-Davidson. Das sind zwei verschiedene Aktien und zusammen bilden diese ein Aktienpaar. So, jetzt werde ich jetzt einmal in dieses Chart etwas reinzoomen. Okay, was können wir hier sehen? Das ist ein Beispielhandel, wie er geschehen könnte beim Pairs Trading. Gut, das Erste, was man hier erkennen kann, ist die Preiskurve von O'Reilly, also wie hießen sie jetzt, von O'Reilly Automotive. Ja, das ist diese bunte Preiskurve hier, die blau und rot ist. Ja. Und wir sehen auch die Preiskurve, den Preischart von Harley-Davidson als Overlay auf dieser Chart. Das ist diese graue Kurve hier. Ja. Wo Sie hier zum Beispiel sehen können, wo es diesen grünen Pfeil gibt, und ich gehe nachher noch ganz genau auf diese Indikatoren ein. Ja, was man hier erkennen kann, ist, dass die Kurve von O'Reilly etwas nach unten geht, sieht man ja hier, während die Kurve von Harley-Davidson nach oben springt. Das heißt, die Preisschere beider Symbole geht hier erst einmal auseinander. Und genau darauf setzt diese Strategie auf. Ja, im Vergleich zu Harley-Davidson ist bei diesem Zeitpunkt der Preis von O'Reilly relativ schwach. Und der Preis von Harley-Davidson dagegen ist relativ stark. Was macht man in solchen Situationen? Ja, man kauft den schwächeren Preis, ja, den schwächeren Wert, weil er relativ günstig ist. Und zur gleichen Zeit verkauft man den stärkeren Wert, weil er jetzt gerade teuer ist und es ein guter Zeitpunkt, ihn zu verkaufen. Ja, und das würde man hier als Leerverkauf machen. Gut. Logischerweise, also ganz oft ist es so, dass die Preise an sich von Harley-Davidson, sieht man hier links, nicht dementsprechend von O'Reilly in diesem Fall. Ja, O'Reilly ist mit 400 noch was bewertet, wenn Harley-Davidson nur um die 37 ist. Ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass man diesen Unterschied, ja, zwischen den Preisen in seinem Kauf und in seinem Verkauf berücksichtigt. Wie man hier zum Beispiel sehen kann, kaufen wir nur 6 Aktien, ja, von O'Reilly, weil die auch viel, viel teurer sind, und verkaufen dagegen 67 Aktien, Short, ja, von Harley-Davidson. Ja, der Kauf von O'Reilly ist bei 400, der Verkauf von Harley-Davidson bei 40. Also ungefähr 10-mal weniger als O'Reilly. Deswegen 67 verkaufen und 6 nur kaufen. Ja. Gut, so, das ist der Einstieg dieser Strategie. Ja. Wenn man jetzt im weiteren Verlauf sehen kann, geht die Preisschere ja, ein paar Bars später wieder zurück. Und für uns ist es ein Indikator, dass wir jetzt eventuell verkaufen können. Ja. Und in diesem Fall, wenn wir uns mal die Preise angucken, könnten wir O'Reilly, das wir bei 400 gekauft haben, bei 438 verkaufen, würden also Gewinn machen. Ja. Und Harley-Davidson, das wir jetzt bei, was war das, bei 40 gekauft hatten, hier oben, ja, würden wir bei 39,75 verkaufen. Ja. In diesem Fall würden beide unsere Trades, der Long Trade und der Short Trade, Gewinn machen. Das muss nicht immer so sein beim Pairs Trading, beim Paarehandel, ist in diesem Falle aber der Idealfall. Gut, so, das war jetzt eine intuitive Einführung, wie so ein Handel geschehen könnte. Wie Sie nachher noch erklärt bekommen, geht dieser Handel aber nur, wenn dieses Aktienpaar ja eine bestimmte Korrelation oder eine bestimmte Kointegration hat. Dazu dann später noch mehr. So, gucken wir uns jetzt dieses Beispiel einmal live in der Chart an. Dazu werde ich jetzt, bevor ich das mache, nochmal ganz kurz, wie würde jetzt unser Profit eigentlich aussehen für dieses ganz spezielle Beispiel? Ja, okay,
So, ist eigentlich relativ einfach. Der Profit der Long-Position, ja, und dazu mache ich jetzt einfach mal meinen Taschenrechner auf, damit Sie das nachvollziehen können. Geben Sie mir eine Sekunde. Warten Sie. So, Taschenrechner. So, der Taschenrechner. Wichtig ist beim Taschenrechner beim Windows, dass Sie diesen wissenschaftlichen Modus auswählen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gesehen haben, der Standardmodus, der kann keine Punktrechnung vor Strichrechnung. Ja, wenn Sie zum Beispiel 5 plus 3 mal 2 eingeben, ja, sehen Sie hier, dass das Resultat nicht stimmt. Es müsste eigentlich 11 sein, ist aber 16. Ja, geht bei Windows nicht, deswegen wissenschaftlich. Und jetzt berechnen wir ganz kurz einmal den Profit hier. Ja, wir hatten also unsere Long-Position bei 438 verkauft. Also 6 mal 438,35 minus unserem Einstieg 6 mal 400. Unsere Short-Position hatten wir bei 40 verkauft. Also plus 67 mal 40 minus unserem Verkauf bei 67 mal 39,75. 67 mal 39,75. Jetzt habe ich mich hier verschrieben. Ach. Ah, gut, trauen Sie mir, das Ergebnis ist am Ende 247, was daraus kommt. Genauso kann der Profit dieses Part-Trades berechnet werden. Ja, sehr simpel eigentlich. Gut, gucken wir uns das Ganze jetzt einmal in unserer Live-Trading-Plattform an. Hierzu werde ich diesmal einmal nicht diesen Ninja-Trader verwenden, sondern eine andere Plattform, die Motive Wave heißt. Falls Sie noch keine Erfahrung mit Motive Wave haben, ja, können Sie über diesen Link hier, das zeige ich noch ganz kurz, die Plattform für 14 Tage kostenfrei testen. Dazu gehen Sie auf unsere Seite tradingindicators.com. Ja, das zeige ich Ihnen ganz kurz. Sie gehen dann auf Plattforms hier oben im Menü, scrollen dann runter, ja, auf Motive Wave. Und wenn Sie hier auf Motive Wave klicken, öffnet sich ein Link zu der, ja, Trial-Version der 14 Tage Trial-Version von Motive Wave. Ist sehr zu empfehlen, ist eine tolle Plattform, die ganz viele Features zu bieten hat, zum Beispiel die automatische Elliott-Wave-Analyse oder auch Gantt-Patterns und so weiter. Ja. Ja, die kommt mit über 200 verschiedenen Indikatoren und ist ja ist eine tolle Plattform, die Sie mit Sicherheit genießen würden. Gut, so das öffne ich jetzt einmal, dieses Motive Wave, und ziehe es Ihnen rüber. Ja, gut, zunächst öffnen wir jetzt erstmal unsere Preischart. In diesem Fall O'Reilly ist schon geöffnet, das ist O'Reilly Motors. Als erstes werde ich jetzt hier einen Overlay drüberlegen, um die Preiskurve von Harley-Davidson anzuzeigen. Dazu geht man hier oben auf Study, runter zu Instrument. Man wählt Instrument Overlay aus und hier wählen wir jetzt das Symbol für Harley-Davidson aus. Hawk. Das wollen wir als ein Candlestick drüberlegen. Und sobald das fertig geladen ist, werden Sie jetzt sehen, dass dass die Preiskurve überhalb, er will nicht so richtig, warten Sie ganz kurz, ja, überhalb dieser Preiskurve angezeigt wird. Genau, so, das ist jetzt geschehen. Vielleicht noch eine ganz kurze Randbemerkung. Motive ist natürlich kompatibel mit CapTrader, ja. Falls Sie ein CapTrader-Konto haben oder ein Interactive Brokers-Konto haben, können Sie Motive Wave darüber ganz einfach auch anschließen. So, das sind die beiden Preiskurven. Jetzt werde ich unseren Pairs-Trading-Indikator hier auf diese Chart anwenden. Dazu gehe ich jetzt einmal ganz kurz runter und wähle den Pairs-Trading-Analyzer aus und klicke auf OK. Gut. Und sobald dieser Indikator geladen ist, das dauert jetzt hier doch etwas länger, ja, wählt man jetzt zunächst einmal aus, okay, was ist unser zweites La Währungspaar? Wir wählen jetzt hier wieder Harley-Davidson aus, klicken auf OK und sobald das Paar dann geladen ist, werden Sie jetzt hier unten auch den Indikator sehen mit den historischen Einstiegen, die wir gemacht hätten, wenn wir diese Strategie gehandelt
hätten. So, ganz kurz zurück zu unseren Slides. Jetzt gucke ich mir mal ganz kurz das Datum an. Also hier handelt es sich um den 21. Oktober 2019. Gehen wir mal ganz kurz zurück. Hier sehen Sie ja diese Preisbewegung. Der 21. Oktober, der Preis von Harley-Davidson schließt hoch, ja, während der Preis von O'Reilly stagniert oder nach unten geht. Wir kaufen O'Reilly, weil es das schwächere Währungspaar ist, verkaufen Harley-Davidson und sobald sich dann die Schere dann wieder weiter schließt, ja, schließen wir den Trade zusammen, ja, mit in diesem Fall etwas Profit. Gut, das Ganze haben wir auch als automatische Strategie ausprogrammiert. Das zeige ich jetzt auch einmal ganz kurz. Dazu entferne ich diesen Indikator und öffne die automatische Strategie. Das kann man über dieses Strategiemenü hier machen. Und die Strategie heißt Pairs Trading Auto Trader. Ja, wir wählen wiederum Harley Davidson aus als unser zweites Symbol. Laden es rein. Und ähnlich wie im Ninja Trader gibt es bei Motivewave die Option, den Markt historisch zu simulieren. Ja? In diesem Fall werden wir eine Simulation starten von November 2018 bis zum heutigen Zeitpunkt, ja, bis heute. Gut, so aktivieren wir unsere Strategie und ich werde jetzt einmal ganz kurz hier durchklicken. Und wie Sie sehen können, läuft hier unten diese Kurve mit. Was hat das mit dieser Kurve Aussicht? Ja, die zeigt einfach ausgedrückt diese Preisscheren an, über die ich vorhin schon gesprochen habe. Und in diesem Fall, ja, wenn diese Kurve über diese gestrichte Linie hier rüber geht, heißt das, die Preisschere klafft auseinander in eine bestimmte Richtung. Oder wenn die Kurve unter diese gestrichte Linie hier unten geht, klafft sie auch auseinander in die entgegengesetzte Richtung. So, klicken wir jetzt einmal durch, bis so ein Fall passiert. Ja, das dauert auch, es geht auch ruckzuck. So, hier war die Kurve unter dieser Linie. Das heißt, wir haben eine Preisschere. Und in diesem Fall, hier kann man Harley Davidson sehen, wäre Harley Davidson die stärkere Aktie gewesen und O'Reilly die schwächere. Das heißt, wir kaufen O'Reilly und zur gleichen Zeit verkaufen wir Harley Davidson. Ja, gut. Was ich jetzt Ihnen noch zeigen möchte, ist, dass wir in diese Strategie auch ein Stop-Loss und ein Take-Profit eingebaut haben. Das heißt, sobald wir einen kombinierten Gewinn, ja, der aus dem Kauf von O'Reilly und dem Verkauf von Harley-Davidson sich erzielt, ja, wenn der kombinierte Gewinn über $500 ist, machen wir den Trade wieder zu, in diesem Fall. Oder wenn der kombinierte Verlust unter 1.000 oder unter minus $1.000 fällt, ja, schließen wir den Trade auch als Stop-Loss. Gut, so, machen wir jetzt einmal weiter. Wir haben jetzt nach der ersten Bar schon $371 Gewinn gemacht. Und nochmal einmal ganz kurz, wie viele Aktien haben wir jetzt eigentlich gehandelt in diesem Fall? Ja, dazu kann man hier auf Account gehen. Und wie Sie sehen, hätten wir in diesem Fall 21 Aktien von O'Reilly gekauft. Und 173 Aktien von Harley-Davidson verkauft. Ja, warum 21 und 173? Ja, dazu einmal noch mal ganz kurz zurück. Das hat auch etwas mit der Konfiguration dieser Strategie zu tun. Hier oben sieht man die Investment-Option oder das Investment-Volumen. In diesem Fall beträgt er $15.000. Und wenn Sie jetzt 21 mal den Preis von O'Reilly plus 173 mal den Preis von Harley-Davidson nehmen, kommt es ungefähr auf $15.000 hin. Gut, so kombiniert in diesem Fall ein Gewinn, also ein unrealisierter Gewinn von $371, gehen wir jetzt weiter in unserer Zeitschranke und bei dieser Bar ging die Preisschere dann wieder etwas zusammen, ja, und wir verkaufen unsere beiden Paare mit einem Gewinn von $573. Das Ganze geht dann so weiter. Wir warten jetzt wiederum auf die Preisschere, die auseinanderklafft. In diesem Fall geht unsere Kurve hier nach oben. Das heißt, dass in diesem Fall jetzt O'Reilly, sieht man auch hier, unsere stärkere Währung ist und Harley-Davidson, die ist hier unten, unsere schwächere Währung. Ja, was machen wir in diesem Fall? Ganz klar, wir verkaufen
O'Reilly, weil sie ist stärker, der Preis ist hoch, ein guter Zeitpunkt zu verkaufen. Und wir kaufen Harley-Davidson, weil die in diesem Zeitpunkt relativ schwach ist. Relativ natürlich immer im Verhältnis zu O'Reilly. Ja, jetzt gehen wir hier weiter und hoffentlich schließt sich diese Preisschere dann wieder, damit wir diesen Trade wiederum als, ja, als Gewinner verkaufen, also zumachen können. Ja, Sie können hier immer nachverfolgen, wie unser unrealisierter Gewinn ist. Und letztendlich, wie Sie jetzt sehen können, geht diese Schere jetzt wieder Richtung zusammen. Ja. Und wir werden, sobald wir $500 erreicht haben, diesen Trade als Gewinner zumachen. Ja. Also wiederum ein Gewinner. Diesem Fall hat es etwas länger gedauert, bis sich der Trade oder die Preisschere sich zusammengezogen hat. Gut, gehen wir ein bisschen weiter. Gucken uns vielleicht noch einen Trade an. Ja, ich klicke jetzt einmal manuell durch. Das kann man natürlich auch alles auf einmal durchlaufen lassen. Ja, in diesem Fall jetzt wieder eine Ausschweifung nach oben. Ja, wiederum ist jetzt O'Reilly das stärkere Symbol. Wir verkaufen es und wir kaufen Harley-Davidson, weil es zu diesem Zeitpunkt schwächer ist. Und in diesem Fall wiederum ein Gewinner. Ja. So, das Ganze lassen wir jetzt einmal durchlaufen bis zum Ende hin. Das brauchen wir nicht manuell durchklicken. Hier hatten wir jetzt nochmal ein paar Trades gehabt. Und am Ende dieser Simulation werden Sie sehen, dass wir einen Gesamtgewinn von, warten Sie ganz kurz, bis es gleich zu Ende, von circa $5.000 gemacht hätten. Ja, gut. Ich hoffe, diese Einführung macht soweit Sinn. Das ist natürlich eine informale Einführung. Wir sprechen im Nachhinein natürlich noch etwas über diese Indikatoren und wie diese berechnet werden. Okay, so, wir gucken uns jetzt noch ein zweites Paar an. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. In diesem Fall ist das Paar Morgan Stanley. Ja, deswegen werde ich jetzt einmal diese Chart schließen. Ja, und diese Strategie herunternehmen, damit wir eine neue Chart öffnen können. In diesem Fall werden wir als primäres Symbol Morgan Stanley, also eine Großbank, eine Investmentbank nehmen. Wir öffnen es. Ja, und ja, unser sekundäres Symbol, das ist jetzt schon automatisch reingeladen, weil ich diese Simulation im Vorfeld schon einmal gemacht habe, ist FITB. Ja, welches Symbol ist das? Das vergesse ich immer, weil das etwas relativ Unbekanntes ist. Ja, Fifth Third Bancorp, ja, auch ein Finanzsymbol. Ja, das macht auch Sinn, weil, wie ich Ihnen später noch erklären werde, sind Aktien oder Aktienpaare die im gleichen Sektor sind, in diesem Fall im Finanzsektor, öfters kointegriert. Ja, und die Kointegration ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, um diese Strategie zu handeln. Gut, so. Nehmen wir jetzt dieses Symbol als unser Zweitsymbol und legen es über die Chart rüber. Jetzt wählen wir uns noch einmal unsere Strategie aus, den Autotrader. Wir werden wiederum $15.000 handeln mit einem Stop-Loss von $1.000 und einem Take-Profit von $500. Gut, so wenden wir diese Strategie historisch an. Wir aktivieren sie und wir klicken jetzt durch. Oh, warten Sie ganz kurz, habe ich einen Fehler gemacht. Er muss natürlich der Strategie angeben, wie heißt eigentlich mein Zweitsymbol? Ja, in diesem Fall heißt es FITB. Das muss immer angegeben werden. Wir wählen es aus und nur dann kann die Strategie auch funktionieren. Jetzt sehen Sie wieder diese Kurve hier unten angezeigt. Und wie bei dem vorherigen Paar werden wir den Trade eingehen, wenn diese Kurve über diese gestrichelte Linie herübergeht. Oder unter diese gestrichelte Linie hier runter. Die Werte dieser Linien, nur als Information, die können natürlich in der Konfiguration dieser Strategie eingegeben werden. In diesem Fall ist der höhere Wert 2,25 und der untere Wert minus 2,25. So, klicken wir auch einmal durch und warten kurz, bis der Wert hier runter geht. Das ist jetzt hier der Fall gewesen. Ja, was haben wir hier? Ja, in diesem Fall ist Morgan Stanley die schwächere Währung. Das heißt, wir kaufen sie. Ja, und ja,
FITB ist die stärkere Währung und wir verkaufen es, in der Hoffnung, dass die Preisschere wieder zusammengeht. Klicken jetzt weiterhin durch und ja, kurz danach haben wir unseren Profit von $500 überschritten, also unser Gewinnziel erreicht. Geht es immer so weiter und das Prinzip kennen Sie jetzt schon, ja? Das simuliere ich einmal ganz kurz zu Ende. Ja, so. Warten Sie ganz kurz, es geht auch jetzt ruckzuck. Ja, Sie, jetzt hatten wir hier aber mal einen Verlierer gehabt. Ich möchte Ihnen auch gerne mal zeigen, was denn passieren kann, wenn wir so einen Verlierer haben. So, warten Sie ganz kurz, bis die Simulation zu Ende ist. Ja. So, da hatten wir noch einen Verlierer gehabt und am Ende, ja, werden wir diese Simulation mit einem kleinen Profit von circa $1.000 abschließen. Gucken wir uns einmal unsere Trades etwas spezieller an. Ja, so, wie Sie hier sehen können, zum Beispiel in diesem Fall hier hätten wir einen Verlierer gehabt am 16. Januar. Ja, da hätten wir unser Long Trade wäre hätte einen Verlust von $1.600 eingefahren, während unser andere Trade einen Verlust von $15 eingefahren hätte. Klar, ein Verlierer. Ja, also diese Strategie funktioniert nicht immer. Es kann ab und zu mal sein, dass sich diese Preisschere ja, sich nicht mehr schließt. Und dann müssen wir diesen Trade ja, mit einem Verlust beenden, weil in diesem Fall kann man dann nicht mehr davon ausgehen, dass sich die Schere in der Zukunft wieder schließen würde. Ja, also ein ganz normales Stop-Loss eigentlich. Was aber wichtig ist, dass es gibt Kriterien, die ja, voraussagen können, zumindest zu einem gewissen ja, Degree, ob sich diese Schere wahrscheinlich wieder schließen wird oder unwahrscheinlich, ob es unwahrscheinlich ist, dass sich diese Schere schließt. Und dieses Kriterium, das kann man hier etwas schlecht sehen. Ich will einmal ganz kurz dieses, warten Sie ganz kurz, kurz mal diese Achse hier rausnehmen. Ja, das Kriterium heißt Co-Integration oder auf Englisch Co-Integrated. Wenn die beiden Paare, also das Paar co-integriert ist, also co-integriert ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass sich diese Schere wieder schließen wird, als wenn sie nicht co-integriert sind. So, jetzt werde ich diese Simulation noch einmal laufen lassen. In diesem Fall werde ich der Strategie sagen, für jeden Handel, den wir eingehen, muss das Paar co-integriert sein. Ich werde diesen Hebel hier von nicht, von nein auf ja setzen, ja, und dann die Strategie jetzt noch einmal anwenden. Dann gucken wir einmal, was jetzt passiert. Ich lasse das Ganze jetzt noch einmal durchlaufen. Okay. So, mal gucken, ob wir jetzt etwas, das Ganze etwas profitabler abschließen. Ja. So, jetzt sehen Sie, ich komme darauf nochmal ganz kurz zu sprechen. Lassen wir die Simulation erstmal einmal beenden. Ja, so, die Simulation ist fertig. Und wie Sie sehen, zum Beispiel hier, in diesem Fall, sind wir keinen Trade eingegangen. Warum? Weil zu diesem Zeitpunkt, als die Kurve ja, über dieses Level hinausgegangen ist, war das Paar nicht co-integriert. Der Trade wurde ignoriert. Ja? Und zum Beispiel hier, etwas weiter zurückgehend, ja, hier hätten wir diesen Trade eingegangen, aber es gab andere Situationen, wo wir diesen Trade dann auch nicht gemacht hätten, weil das Paar zu diesem Zeitpunkt nicht co-integriert war. So, gucken wir uns jetzt einmal unsere Trade-Liste an. Wie Sie hier sehen können, waren alle unsere Trades, ja, in Kombination, ja, das muss man die beiden zusammenzählen, ja, waren die alle erfolgreich, weil das Kriterium der Co-Integration bei jedem Trade erfüllt war. Das war am vorherigen Verlauf nicht der Fall gewesen. Da hatten wir durchaus ein paar Verlierer-Trades gehabt. Ja? Und die wichtige Message ist, dass ja, diese Strategie nur gut funktioniert, wenn das Paar co-integriert ist. Gut. So. Was heißt co-integriert? So. Das sage ich Ihnen gleich. Nochmal ganz kurz zu den Prinzipien des Paare-Tradings. Ja? So, es ist der gleichzeitige Handel eines co-integrierten Aktienpaars. Ja? Und das heißt, das gleichzeitige Kaufen des Unterperformers und das Verkaufens des Überperformers.
Ja, es ist ein marktneutraler Ansatz, weil zum Zeitpunkt des Einstiegs wir praktisch komplett gehedged sind in beide Richtungen, weil wir kaufen ungefähr die gleiche Menge, das gleiche Volumen, ja, und wir verkaufen das gleiche Volumen. Ja. Also wir sind am Einstieg ungefähr plus minus null. Ja. Geht diese Schere dann wieder zusammen, dann ändert sich dieses Ratio natürlich und hoffentlich ja, zugunsten unseres Trades, sodass wir einen Profit einfahren können. Ja, und diese Strategie ist ja, kommt aus der, aber sieht auf den Prinzipien der statistischen Arbitrage. Gut, so viel zur Theorie. Ich habe ganz oft das Wort Kointegration genannt. Kointegration ist nicht das gleiche wie Korrelation. Ja, Korrelation haben Sie wahrscheinlich schon wesentlich öfter gehört. Was heißt Korrelation? Wie man hier zum Beispiel bei diesem Paar sehen kann, das heißt, dass ja, wenn, sagen wir mal, das erste Symbol höher steigt, ist es ja wahrscheinlich, dass auch das zweite Symbol zumindest zu einem gewissen Degree auch höher steigt. Und das gleiche, wenn es runtergeht, kann es sein, dass das andere Symbol auch wieder heruntergeht. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass unsere Preisschere sich wieder in der Zukunft schließen wird. Sieht man hier ganz schön, ja? Hier gehen die Preise immer weiter auseinander, relativ gesehen. Und die Preisschere, wie zum Beispiel man es hier am Anfang hatte, würde sich nicht mehr schließen. Ja? Kointegration sieht etwas anders aus. Ja, das war jetzt Korrelation. Kointegration würde so aussehen, ja, wenn man sich die relative Bewegung anguckt. Ja, hier sieht man, dass die Preisschere, was hier abgebildet ist, sich immer wieder überschneidet. Ja, sie geht auseinander, das wäre unser Zeitpunkt des Einstieges, und geht dann aber wieder zueinander zusammen. Und das wäre unser Zeitpunkt des Ausstieges mit einem Gewinn. Ja, deswegen ist Kointegration, so wie es hier dargestellt ist, und ich sage nachher etwas über die Berechnung dieser Kointegration, ein sehr wichtiges Kriterium für den Parahandel. Also wichtiger als die Korrelation an sich. Ja, gut. Okay, dieses Scatterchart, auf das werde ich jetzt nicht näher eingehen. Ja, das visualisiert nochmal diese Kointegration. Ja, bei Kointegration sieht das Scatterchart so aus, während bei einer Korrelation, ja, es ist mehr verteilt über die ganze Fläche hinaus. Okay. So, nochmal ganz kurz ja, zum Prinzip. Wenn jetzt unsere orangene Linie zum Beispiel, ja, über der blauen Linie ist, wie zum Beispiel in diesem Fall hier, ja, würde man das Symbol der orangenen Linie verkaufen, weil es das stärkere Symbol ist, und das Symbol der blauen Linie kaufen, weil es zu diesem Zeitpunkt schwächer ist. Zieht diese Schere dann wieder zusammen in der Zukunft? Schließen wir den Trade mit einem Profit. Ja, das hatten wir schon ganz oft auf der Chart gesehen. Okay, so, wie können wir diese Kointegration berechnen? Dazu ein paar Grundlagen zunächst. Die erste Grundlage ist der Spread. So, der Spread, einfach ausgedrückt, ist die Differenz des Primärinstruments, also unsere ersten Aktie im Paar, minus den Preis der zweiten Aktie im Paar. Ja, der Preis der zweiten Aktie muss noch mit diesem sogenannten Hedge Ratio multipliziert werden. Einfach ausgedrückt ist ja, das Hedge Ratio der Quotient zwischen dem Preis des Primärinstruments und dem Preis des Sekundärinstruments. Ja, zum Beispiel gehen wir auch mal ganz kurz zurück auf unsere Chart. Wo sind wir hier? Ja, lassen Sie mir einmal ganz kurz gucken. Das ist Morgan Stanley. So, ja, FITB hat einen Preis von 24, während Morgan Stanley zu diesem Zeitpunkt einen Preis von ungefähr 40 hat. Ja, ungefähr. Das heißt, das Ratio zwischen beiden ist ungefähr, ja, 1 zu 2. Weil der Preis von Morgan Stanley ungefähr zweimal so groß ist, etwas kleiner als FITB. Ja, das sagt dieses Hedge Ratio aus. In der eigentlichen Berechnung ja, ist die Berechnung etwas komplizierter, weil auch noch der Trend der zurückliegenden Bars in die Berechnung mit einfließt und dass man da führt man dann eine lineare Regression durch, um dieses Hedge Ratio noch etwas realistischer zu berechnen.
aber als Schätzwert, ja, Preis des Primärinstruments dividiert durch den Preis des Sekundärinstruments. Also relativ einfach. Ja, gut. Das war der Spread. Na, jetzt so, wann ist ein Paar kointegriert? Ein Paar ist kointegriert, wenn der Spread, den sieht man hier als grüne Linie, immer um den Nullpunkt herumschwingt. Das heißt, er kommt immer wieder auf den Nullpunkt zurück. Ja, und die Amplitude dieser Schwingung, ja, das kann durch die Varianz berechnet werden, ist ungefähr immer gleich hoch. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel hier für einen stationären Spread. Und wenn der Spread stationär ist, dann ist das Paar kointegriert. Ja, hier mal ein anderes Beispiel eines nicht stationären Spreads. Wie man sehr schön sehen kann, ist der Durchschnitt definitiv nicht bei 0. Ja, hier ist er über 0 und später ist er dann wieder unter 0. Und der Spread kommt nicht wieder auf die Nulllinie zurück. Ja, das ist ein Beispiel eines nicht stationären Spreads. Und das heißt, wenn der Spread nicht stationär ist, dann ist das Aktienpaar nicht kointegriert. Gut, ja, alles ein bisschen mathematisch. Glücklicherweise berechnen natürlich unsere Tools die Kointegrität des Paares für Sie. Gut, jetzt die Z-Score, ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Handelseinansatzes. Okay, der Z-Score wird basierend auf dem Spread berechnet. Und das war diese Linie, die Sie hier unten gesehen haben. Ja, was diese Z-Score anzeigt, ist, wie weit ist unser Spread jetzt gerade von seinem Mittelmaß entfernt. Ja, und das wie weit wird anhand von einem Faktor der Standardabweichung angegeben. Ja, so, oftmals sieht man hier einen Wert von ungefähr 2, also 2,2 hatten wir jetzt in unserer Strategie verwendet, aber er ist ungefähr bei plus 2 und minus 2. Ja, wenn der Spread jetzt 2 Standardabweichungen über seinem Mittelwert, der Mittelwert ist 0, ja, liegt, ja, dann würden wir das Primärinstrument leer verkaufen und das Sekundärinstrument kaufen. Ja, und unsere Z-Score 2 Standardabweichungen unter dem Nullwert, ja, würden wir das Primärinstrument kaufen, ja, und das Sekundärinstrument verkaufen. Und genau das haben Sie ja schon in MotiveWave im Indikator gesehen. Gut, so, wie kann man jetzt diese Strategie handeln? Ja, der Ansatz ist eigentlich ganz einfach. Man steigt bei einer extremen Z-Score ein. Ja? Das heißt, wenn die Z-Score über 2 Standardabweichungen liegt oder unterhalb von minus 2 Standardabweichungen liegt, ja, dann steigen wir ein, genauso wie beschrieben. Und der Ausstieg erfolgt entweder, wenn das kombinierte Gewinnziel erreicht ist oder, ja, wenn es nicht klappen sollte, wenn das kombinierte Stop-Loss erreicht ist. Alternativ können wir auch aussteigen, wenn die Z-Score zu seinem Mittelwert wieder zurückgeht. Ja, wir könnten zum Beispiel hier einsteigen und sobald die Z-Score auf 0 zurückgegangen ist, könnten wir auch den Ausstieg machen. Was jetzt am besten passt, das muss durchgetestet werden für jedes Symbol oder für jedes Aktienpaar. Ja, ich trade oftmals mit diesem Gewinnziel und Stop-Loss. Das ist für mich etwas einfacher zu verstehen. Aber was jetzt am besten passt, das muss man für jedes Paar herauskriegen. Gut, ja, wie können wir durch diese Strategie einen Gewinn erzielen oder wie kann man durch diese Strategie verlieren? So, fangen wir zuerst mit dem Idealfall an. Ja. So, beide unserer Trades könnten im Idealfall Gewinner sein. Wenn man hier zum Beispiel bei Morgan Stanley gegen FITB sieht, ja, unsere Z-Score ist bei einem unteren Extrem, also unter minus 2,2 ungefähr. Ja, das heißt, unser Primärsymbol ist gerade etwas schwächer. Ja, unser sekundäres Symbol ist etwas stärker. Das heißt, wir kaufen FITB und verkaufen Morgan Stanley. Ja, und die Preisschere schließt sich dann wieder und wir verkaufen FITB, in diesem Fall mit einem Gewinn von 9,26 hoch auf 10,5. Ja, unser Long Trade hätte einen Gewinn eingefahren und unser Short Trade in diesem Fall hätte auch einen Gewinn eingefahren von 40,69 runter zu 37,46. Das heißt, beide Trades sind Gewinner
und ja, führen in diesem Fall zu einem Gesamtgewinn von $166. Der zweite Fall ist ja, wir haben einen Gewinner, also Entschuldigung, einen Verlierer und einen größeren Gewinner. Ja, das kommt eigentlich am oftesten vor. Ja, okay, gucken wir uns diesen Fall auch einmal an. Wiederum war unsere Set-Score sehr tief. Wir kaufen FITB und verkaufen Morgan Stanley. Der Kauf von FITB, ja, führt zu einem Verlust, weil wir haben ihn bei 39,77 gekauft, aber bei 38 verkauft. Klar, ein Verlust eingefahren, ja, von $177. Aber der Trade von Morgan Stanley, ja, der Leerverkauf von 42,34 mit einem Kauf von 34,81 führt zu einem Gewinn, in diesem Fall von $737. Und das kombinierte Ergebnis ist $560 plus. So, wir hatten hier einen Verlierer, aber einen größeren Gewinner. Und in der Gesamtzahl haben wir einen Gewinn erzielt. Ja, muss natürlich nicht immer so laufen. Ja, es kann durchaus sein, dass wir einen Gewinner haben und leider einen größeren Verlierer. Und jetzt sehe ich gerade, die Berechnung hier ist, habe ich jetzt nicht abgedatet. Aber gucken wir uns jetzt einmal das Beispiel an. Ja. Oh, das ist das gleiche Beispiel. Gut, die Folie habe ich leider nicht abgedatet. Jetzt verstehen aber das Prinzip hier. Einer unserer Trades war ein. Warten Sie ganz kurz. Ja, einer unserer Trades war ein Gewinner, aber der Verlierer war größer als der Gewinner. Deswegen haben wir einen Gesamtverlust erzielt. Oder im schlimmsten Fall, ja, sind beide unserer Trades Verlierer. Zum Beispiel hier. Hier würden wir in diesem Fall. Hätten wir ein oberes Extrem der Set-Score. Ja, das heißt, ja, unser Primärinstrument ist gerade stärker. Wir verkaufen FITB und dann kaufen wir es zurück bei 26,57 mit einem Plus von $2 pro Aktie. Wir kaufen Morgan Stanley bei 41, verkaufen dann aber leider bei 40,73. Beide Trades sind Verlierer und wir führen. Ja, wir fahren einen Gesamtverlust von minus $198 ein. Gut, kann natürlich auch passieren. Gibt es Fragen soweit? Ich gucke einmal ganz kurz in die Questions hinein. Nein, das sieht gut aus. Warten Sie ganz kurz. Ja, alles klar. Okay, gut. Keine Fragen bis zu diesem Zeitpunkt. Gut, ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage meinerseits, wie können wir kointegrierte Paare finden? Ja, es gibt da diesen manuellen Ansatz, dass man wirklich ja, Aktien, die vielleicht im gleichen Sektor sind, nacheinander durchtestet. Ja, die Kointegration kann man berechnen lassen und guckt, ja, ist dieses Paar kointegriert oder nicht? Ja, ist aber sehr mühsam. Im nächsten Webinar, das wir in ungefähr einem Monat durchführen werden, zeige ich Ihnen einen Scanner, den wir entwickelt haben, über diesen man diese kointegrierten Paare automatisch finden kann. Ja, dass man das nicht per Hand erledigen muss. Gut, dazu etwas mehr im nächsten Webinar. Für dieses Webinar habe ich mir aber gedacht, dass ich Ihnen ein paar interessante Paare vorstelle, die kointegriert sind. Und zur gleichen Zeit eine Z-Score im Extrembereich haben, zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, das sind ganz konkrete Handelsideen, die Sie vielleicht bei sich selbst zu Hause auf einem Demokonto ausprobieren können. Ja, dann können Sie ganz konkret dieses Pair-Trading bei sich zu Hause durchführen. Gucken wir uns hier zum Beispiel einmal MRO gegen HES an. Dazu noch einmal ganz kurz zurück zu Motive Wave. Ich werde unsere Strategie schließen. Eine Sekunde. So, das führe ich auch weg. Dann öffne ich jetzt einmal MRO. Na komm. So, MRO, Marathon Oil. Ja. Und wende es gegen HES an. HES war auch ein Energiesymbol. Ich gucke ja mal ganz kurz, was das war. Geben Sie eine Sekunde.
So, ich wende unsere Studie an auf HES. Was war HES? Ja, HES ist auch eine Energieaktie. Wir wenden es an und werden jetzt unsere Z-Score berechnet kriegen. Na komm. Ach. Warten Sie eine Sekunde. Ja, das hat damit zu tun, dass es manchmal, mussten wir diesen Overlay einmal rüberlegen. Geben Sie mir eine Sekunde. So. Okay. So, jetzt haben wir unsere Aktie berechnet. Und wie Sie hier sehen können, ist zu diesem Zeitpunkt unsere Z-Score in einem extremen Bereich, ja, ungefähr bei minus 2,3. Das können wir uns einmal ganz kurz genau angucken. Ja, auf der letzten Bar, das ist etwas größer, ja, ist unsere Z-Score jetzt gerade, das sehen Sie hier in diesem Fenster, hier, ist die Z-Score bei minus 2,15. Das heißt, sie ist in einem extremen Bereich. Und daher wäre mein Vorschlag, dass Sie vielleicht bei sich zu Hause ja, das Primärsymbol kaufen, ja, und das sekundäre Symbol verkaufen, ja. Weil im Moment ist die Preisschere auseinander. Da aber beide Paare kointegriert sind, ist es daher wahrscheinlich, dass sich diese Schere wieder schließen wird. Ja, so. Gut, das wäre ein Vorschlag. Ja. Wie Sie sehen, ist diese Z-Score hier gerade niedrig und beide Paare sind kointegriert. Das hatten wir vorher gescannt. Okay, ein zweiter Vorschlag wäre AZO gegen Hilton. Ja, in diesem Fall haben wir eine positive extreme Z-Score. Gucken wir uns auch einmal dieses Beispiel an. Dazu mache ich jetzt einmal AZO auf. Ja, AutoZone. Okay, gegen Hilton, HLT. Ja, wende unseren Analyzer an. Ja, wähle jetzt hier auch Hilton aus, HLT. Klicke auf OK. Und wie Sie sehen, hier ist jetzt gerade an diesem Zeitpunkt unsere Z-Score sehr hoch. Beide Paare sind kointegriert. Und was würde man hier machen? Ja, man würde das Primary Instrument verkaufen, weil das gerade stark ist. Ja, und das sekundäre Instrument, in diesem Fall Hilton, kaufen. Ja, das hatten wir hier auch genauso beschrieben, dass wir das Hilton kaufen würden und AZO verkaufen. Ja, die Menge der Aktien, die Sie kaufen könnten, ist hier auch angegeben. Ja, das müssen Sie sich selbst entscheiden, ob Sie diese gleiche Menge nehmen. Wichtig ist, dass das Ratio, das Verhältnis der verkauften Aktie zu den gekauften Aktien ungefähr stimmt. Also in diesem Fall bei AZO gegen Hilton ist das Verhältnis 10:1. Ja, das sollten Sie immer beibehalten, sonst funktioniert diese Strategie nämlich nicht. Ja, und hier unten noch zwei weitere Ideen, die Sie vielleicht ausprobieren können. DG gegen WHR. Ja, in diesem Fall hatten auch wieder eine extrem hohe Z-Score. Beide Paare, das Paar ist kointegriert. Das heißt, Sie würden long gehen bei WHR, ja, und short gehen bei DG. In diesem Fall sind die Preise ungefähr gleich zwischen WHR und DG. Deswegen ist das Verhältnis 1:1 in diesem Fall. Und ganz zum Schluss AZO gegen MGM. Ja, wiederum eine hohe Z-Score. Das heißt, Sie würden long gehen bei MGM und short gehen AZO mit einem Verhältnis von ungefähr 1:35, wenn man das hier so sehen kann. Ja, AZO ist eine Aktie, die sehr, sehr teuer ist. Okay, gut. Soweit zu den Handelsideen. Das Thema des Pairs Trading werden wir in den nächsten Webinaren dieser Reihe weiter vertiefen. Im Speziellen wird es dann darum gehen, Ihnen den Scanner vorzustellen, mit dem Sie nach kointegrierten Paaren suchen können. Ja, zu guter Letzt noch ein paar Hinweise auf ein Sonderangebot, das wir gerade laufen haben. Wenn Sie sich bei uns einschreiben, ja, das geht über ein Kontaktformular, dazu gehe ich einmal ganz kurz hier hin, erhalten Sie auf alle Produkte in unserem Online-Store, ja, 10% Rabatt. Und falls Sie eine Idee haben für ein Programmierprojekt, zum Beispiel einen Indikator, den Sie gerne von mir gebaut haben möchten oder eine automatische Strategie, dann erhalten Sie auch als Mitglied 20% Rabatt
auf diese Projekte. Dazu melden Sie sich einfach hier an mit Ihrer E-Mail-Adresse und Sie erhalten dann einen Discount-Code automatisch zugesendet. Ja, falls Sie mich einfach nur kontaktieren möchten, das geht natürlich auch, falls Sie keine Lust haben, auch unser Sonderangebot, ja, gehen Sie auf unser Kontaktformular, schreiben Sie mich an. Ja, wir werden demnächst den Indikator, den ich Ihnen für Motive vorgestellt habe, ja, zum Verkauf bereitstellen. Er wird für die ersten Nutzer ja relativ günstig sein, weil wir auch noch ein bisschen in der Testphase sind. Zurzeit gibt es diesen Indikator für Motive Wave. Demnächst werden wir ihn auch für Ninja Trader bereitstellen. Ja, falls Sie daran Interesse haben, als einer der Erstkäufer zu sein, schreiben Sie mich gerne an und ich ja, mache Ihnen ein ganz persönliches, spezielles Angebot für den Indikator und auch für die automatische Strategie. Gut, so. Und zu guter Letzt, falls Sie falls Sie daran gefallen haben, wie Ihnen die Plattform aussieht, die hat echt ganz viele Features, die Ihnen für Ihr Trading zugutekommen können. Ja. Probieren Sie sie einfach aus. Die gibt es 14 Tage umsonst. Ja, dazu geben Sie einfach auf unseren Online-Store. Sie gehen hier oben zu Platforms, scrollen dann runter. Eine Sekunde. Ja, scrollen dann runter und klicken auf Motive Wave. Und sobald, ach, mein Internet ist wirklich sehr langsam heute. Ja, sobald Sie dann unten auf Motive Wave klicken, öffnet sich ja, die Produktseite von Motive Wave, die man hier sehen kann. Und hier können Sie sich dann für einen Free Trial einschreiben über Ihren Namen und E-Mail-Adresse. Ja, der Trial gibt es, den gibt es für 14 Tage. Ja, Motive Wave hat wirklich viele, viele Features, die Ihnen gefallen könnten. Okay, gut. So. Wie geht es bei uns weiter? Ja, Teil 2 findet am 7. April statt, ja, um 18 Uhr. Und da geht es dann im Speziellen um das Scannen für co-integrierte Paare. Hätte Ihnen heute in diesem Webinar ein paar Paare vorgestellt, die co-integriert sind. Leider lassen sich diese nicht so einfach finden. Am nächsten Tag gibt es dann diesen Scanner dieser Paare, damit Sie dann Ihre Paare auch selbst finden können. Das Thema danach dann am 5. Mai, ja, das steht noch offen. Gut, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Falls Sie mich kontaktieren möchten, meine E-Mail-Adresse ist ganz vorne angegeben. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Ja, mein Name ist Daniel Sinnig und meine E-Mail-Adresse ist ds@tradingindicators.com. Gut, ich freue mich auf Ihr Feedback und ich hoffe, Sie beim nächsten Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Machen Sie sich noch einen schönen Feierabend. Ciao.